Vielleicht tragt ihr euch mit dem Gedanken, euch selbstständig zu machen. Aber es fehlt die richtige Idee, der Mut oder das Kapital und überhaupt wisst ihr nicht so recht, wie ihr vorgehen sollt. Bei den ersten Schritten in eure Selbstständigkeit unterstütze ich euch gerne und damit begrüße ich euch bei Money Money. Die Gründe, sich für die Selbstständigkeit zu entscheiden, sind sehr individuell und unterschiedlich. Vielleicht arbeitet ihr schon in einem Unternehmen, habt eigene Ideen, werdet aber irgendwie blockiert, kommt nicht weiter und das Arbeiten in festen Hierarchien ist nicht unbedingt euer Ding. Oder aber ihr habt das Studium beendet, findet keinen adäquaten Arbeitsplatz und möchtet eure Ideen, euer Wissen lieber auch in ein eigenes Unternehmen stecken, als anstatt es anderen zur Verfügung zu stellen. Ihr wollt lieber euer eigener Chef sein. Oder aber auch, ihr seid arbeitslos und seht in der Selbstständigkeit eine neue Chance. Nun, wie dem auch sei, der Weg in die Selbstständigkeit muss gut geplant sein, gut vorbereitet sein und er sollte auch realistisch eingeschätzt werden, damit ihr keinen Schiffbruch erleidet. Zunächst einmal ganz kurz. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Existenzgründung und einem Start-up? Also für mich als alten Banker ist das beides eigentlich das Gleiche. Es ist der Start in die selbstständige Unternehmereigenschaft. Ein Start-up oder der Begriff Start-up klingt natürlich wesentlich moderner und intellektueller, aber auch dabei handelt es sich um eine Existenzgründung. Nun haben sich im Laufe der Zeit einige Merkmale herauskristallisiert, die ich nur ganz kurz anreißen möchte, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Von einem Start-up spricht man in der Regel, wenn die Idee oder das Produkt einen hohen Innovationsgrad aufweist und ein sehr großes Wachstumspotenzial hat und verbunden ist es in der Regel auch mit einem sehr hohen kurzfristigen Kapitalbedarf. Wenn ich also eine Bäckerei um die Ecke eröffne, wird man sehr selten von einem Start-up reden, sondern das ist dann eher eine Existenzgründung. Aber das soll es schon an dieser Stelle gewesen sein. Am Anfang einer jeden Existenzgründung steht die Idee. Mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung kann ich die Kunden gewinnen oder kann ich die Märkte erobern? Nun wird nicht jeder von euch ein Steve Jobs, Mark Zuckerberg oder Bill Gates werden, was ich euch natürlich aber von Herzen gönne. Wichtig ist, dass ihr für eure Idee brennt, dass ihr wirklich Biss und Leidenschaft in eure Idee hinein investiert und davon zu 100% auch überzeugt seid. Denn nur wenn ihr selber überzeugt seid, könnt ihr auch andere davon überzeugen. Nun muss das nicht unbedingt immer ein neues Produkt sein. Ihr könnt auch schon bestehende Produkte ja immer wieder verbessern und verfeinern oder Vertriebsprozesse, Ablaufprozesse auch optimieren. Wichtig ist, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Ihr müsst euch von der Masse abheben. Also der fünfte Friseursalon in ein und derselben Straße, zu eröffnen, das erscheint mir nicht eine sehr gute Idee. Ideen gibt es aber en masse. Ihr müsst nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Dabei muss eine Idee ja nicht immer hochwissenschaftlich oder intellektuell sein, sondern kann ja auch ganz pragmatisch sein, also Dinge des einfachen Lebens. Wie kann ich ein Produkt verbessern, verfeinern? Wie kann ich es einfacher und bequemer machen? Also ich habe mich letztens noch geärgert, als wir hier Akustikplatten anbringen sollten und das mit doppelseitigem Klebeband. Da klebt man eine Seite auf diese Platte drauf und dann kommt die andere Seite dran. Das heißt, da muss man mühselig
diese Schutzfolie abpiddeln, was mich persönlich also sehr viel Nerven gekostet hat. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass es da mal eine Idee gibt, um diese, sag mal für mich, blöde Arbeit zu erleichtern. Geht also mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Hört zu, wenn ihr auf einer Party seid oder im Kreis eurer Freunde. So kann es durchaus sein, dass Freunde, Bekannte, Partner unbewusst zu euren Ideengebern werden. Fangt bei der Ideensuche aber auch bei euch selber an. Macht quasi ein Brainstorming in eigener Sache. Wo liegen meine Stärken? Wofür kann ich mich begeistern? Also ich kann zum Beispiel gut mit Computern umgehen, kann gut programmieren, bin kreativ, bin kommunikativ und so weiter. Auf der anderen Seite seid aber auch ehrlich zu euch selbst. Was kann ich nicht so besonders gut? Was liegt mir nicht? Also beispielsweise, ich bin ein Chaot, kann nicht gut organisieren oder ich bin kein Teamplayer. Also wenn dann fängt das Ideenkarussell sich an zu drehen und wenn dann eure Idee geboren ist, dann müsst ihr aber davon auch zu 100% überzeugt sein. Ihr müsst für diese Idee einfach brennen. Wenn dann die Geschäftsidee geboren ist, stellt ihr euch die Frage, wie geht es dann weiter? Aber an dieser Stelle solltet ihr einmal in euch gehen und euch fragen, habe ich eigentlich das Gründergehen? Will ich selbstständiger Unternehmer werden? Denn ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr dann am Anfang erstmal, wie es so schön heißt, 24/7 im Einsatz seid. Ihr habt keine festen Urlaubs- und Arbeitszeiten mehr und vor allem habt ihr auch kein geregeltes Einkommen. Aber wenn ihr so fest von eurer Idee überzeugt seid, dürfte das natürlich kein Problem werden. Und wenn die Geschäftsidee geboren ist, dann müsst ihr quasi die Eintrittskarte in die Selbstständigkeit lösen. Und diese Eintrittskarte ist der Businessplan. Was muss in einem Businessplan eigentlich drinne stehen? Nun, zunächst einmal sollte am Anfang so eine Art Zusammenfassung stehen. Worum handelt es sich bei meiner Idee? Was ist das Produkt eigentlich? Und zwar kurz und knapp und verständlich erläutert. Der Leser, der Botschaftsempfänger von euch, der Kreditgeber oder ein Investor, der kennt ja das Produkt gar nicht, der weiß ja gar nicht, was ihn da erwartet. Aber mit dieser Zusammenfassung müsst ihr Interesse wecken, damit er auch weiterliest. Er will eigentlich am Anfang wissen, wie spät es ist und nicht, wie die Uhr funktioniert. An zweiter Stelle gehst du dann ins Detail, erläuterst dann quasi, wie die Uhr funktioniert. Erläutere dein Produkt, deine Idee, das Alleinstellungsmerkmal und erkläre, welchen Nutzen du damit für die Kundschaft verbindest. Wie willst du vorgehen? Erläutere auch eine Konkurrenz- und Marktanalyse. Unterlege diese auch mit Zahlen und Fakten. Warum soll der Kunde gerade mein Produkt kaufen? Warum soll er es denn gerade bei mir kaufen? Was mache ich denn besser als die anderen? Dabei kannst du ruhig auch die Schwächen der Konkurrenz aufzeigen. Und wenn du etwas produzierst, wo wird produziert, wie wird produziert, welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden? Und dann brauchst du auch eine Vertriebs- und Marketingstrategie. Wie soll mein Produkt denn verkauft werden? Über welche Kanäle? Online oder im Kaufhaus oder wie auch immer? Welche Werbung ist erforderlich? Und ganz wichtig, welche Preise nehme ich denn? Also musst du dir im Klaren darüber werden, über deine Fixkosten, über deine variablen Kosten, welche Gewinnmarge errechnest du, welche Absatzmenge planst du. Ein Businessplan ist auch ein dynamischer Plan, der ständig an die veränderten Gegebenheiten angepasst werden sollte.
Das ist zum einen für dich ganz wichtig, aber auch für die Kreditgeber oder potenziellen Investoren. Und als alter Banker kann ich nur sagen, macht auch einen realistischen 5-Jahres-Plan. Wo sehe ich mein Unternehmen in einigen Jahren? Wie will ich meinen Umsatz erhöhen? Wie wirkt sich das auf meinen Gewinn aus? Und so weiter. Ein solcher Plan, wenn er denn auch realistisch ist, schafft Vertrauen. Und ein Kreditgeber, ein Investor sieht, dass ihr selbst Vertrauen in euer Produkt habt und selbst an euren Erfolg glaubt. Ein weiterer Baustein eures Businessplanes ist die Wahl der Rechtsform. Nun, da gibt es die Einzelfirma, die BGB-Gesellschaft, die GmbH oder die Unternehmergesellschaft. Dies sind die gängigsten Formen, gerade auch bei der Existenzgründung. Hierzu werde ich aber ein weiteres Video hochladen. Dann solltet ihr euch auch Gedanken machen über die Organisation eurer neuen Firma. Könnt ihr das alles alleine schaffen oder braucht ihr von Beginn an schon auch Personal? Festangestellte, Teilzeitkräfte oder 450-Euro-Kräfte? Dazu kann ich nur sagen, sprecht da bitte mit einem Steuerberater und gegebenenfalls auch mit einem Anwalt. Denn da sind viele Fallstricke verborgen und gerade bei der Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern ist das nicht so einfach und Arbeitsgerichtsprozesse solltet ihr natürlich am Anfang auch vermeiden. Und dann kommt ein weiterer wesentlicher Baustein, das ist eben die Finanzierung, denn ohne Moos nichts los. Dazu ist es erforderlich, dass ihr zunächst einmal erst ihr euren Kapitalbedarf ermittelt. Also, was brauche ich eigentlich für die Gründung meines Unternehmens? Brauche ich ein Büro, Büro- und Geschäftsausstattung, Computer, möglicherweise auch ein Fahrzeug? Dann müsst ihr euch Gedanken machen über die laufenden Kosten, also Miete, Strom und so weiter. Je nachdem, was ihr für ein Business verfolgt, müsst ihr Material einkaufen und so weiter. Und bitte auch daran denken, leben müsst ihr ja letzten Endes auch noch. Also den Kapitalbedarf realistisch einschätzen. Und wenn der Kapitalbedarf ermittelt ist, ja, dann muss er ja auch bezahlt werden. Und dazu benötigt ihr eine gute Finanzplanung. Wie soll mein Business finanziert sein? Durch Eigenkapital, durch Fremdkapital, Venture Capital oder suche ich mir einen Investor? Dies ist ein sehr komplexes und sehr wichtiges Thema auch bei der Existenzgründung. Deswegen werde ich auch hierzu ein weiteres Video hochladen. Und am Ende des Businessplanes fügt ihr noch einige Dokumente dabei, wie Lebenslauf, Zeugnisse oder auch Referenzen, wenn ihr schon welche habt, oder auch Detailtabellen zu eurem Finanzplan. Was benötigt ihr denn noch für die Existenzgründung? Ihr benötigt ein Geschäftsgirokonto und ihr müsst euer Gewerbe natürlich anmelden. Das macht ihr bei der zuständigen Gemeinde. Das ist relativ unkompliziert, kostet so im Schnitt zwischen 20 und 30 Euro und that's it. Dann solltet ihr euch auch beim Finanzamt melden. Aber wenn ihr das nicht tut, keine Sorge, die Gemeinde schickt eure Gewerbeanmeldung ohnehin zum Finanzamt. Und dann bekommt ihr von dort einen Fragebogen zugeschickt, den ihr dann auszufüllen habt und ihr erhaltet auch eine Steuernummer. Achtet bei diesem Fragebogen bitte auch auf diese sogenannte Kleinunternehmerregelung, die euch im ersten Jahr von der Vorabführung der Umsatzsteuer befreit, sofern der Umsatz nicht höher als 22.000 Euro ist. Ja. Und dann denkt dran, ihr braucht Visitenkarten, Briefpapier und einen guten Internetauftritt. Und möglicherweise solltet ihr auch euer Produkt, eure Idee schützen lassen, rechtlich schützen lassen. Das macht ihr beim Marken- und Patentamt in München. Das kostet allerdings einige hundert
Euro, aber es kann sich im Nachhinein durchaus lohnen. Nun, ich hoffe, ich habe euch die ersten Schritte in die Selbstständigkeit aufzeigen können. Vielleicht sagt ihr jetzt, oh, das ist aber ziemlich aufwendig und kompliziert. Aber denkt daran, auch der weiteste Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Lasst euch davon also nicht abschrecken. Schreibt mir doch eure Hinweise und Anregungen und Fragen wie immer unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos, insbesondere zum Thema Existenzgründungen, verpassen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da und ja, über einen Daumen hoch, wie immer, freue ich mich natürlich sehr. Und damit tschüss, bis nächste Woche. Moment noch. Ich plane ein Video mit euren Fragen. Was wolltet ihr schon immer von einem Vorstandsvorsitzenden wissen? Schreibt mir doch eure Fragen einfach in die Kommentare oder nutzt auch die Antwortfunktion auf Instagram. Ich freue mich drauf. Und jetzt aber wirklich tschüss.